Nomaden folgten ihren Herden. Eine mongolische Familie verlegte ihre Wohnstätte bis zu 30 Mal im Jahr auf der Suche nach neuem Weidegrund. Nomadic people civilization is different from the settled civilization. It's based on open field, movement and horseback riding lifestyle. The music is one of the most important elements of this kind of way of life. Ein zentrales Thema der mongolischen Musik ist das Pferd. All Mongol life was lived on horses. That's part of the Mongol identity. It's the music of the horse. Das berühmteste mongolische Instrument ist die Pferdekopfgeige. Morunghor in a Mongolian language, it's mean horse head fiddle. Die Saiten bestehen aus den Haaren eines Pferdeschweifs. 120 Haare bilden die obere, weibliche Saite und 150 die untere, männliche. Alles an der Pferdekopfgeige Morunghor hat mit Pferden zu tun. Man kann mit ihr sogar Pferdelaute imitieren. Ein herausstechender Aspekt mongolischer Musik ist der Kehlkopfgesang. Throat singing is an ancient way of singing that imitates the echo from the nature. Kopfgesang ist der Klang der Steppe, der Klang von Wind, Erde und Tieren. Mit Musik wurden auch Geschichten erzählt. In diesem Lobgesang laufen zwei Pferde von Genghis Khan in die Wildnis davon. Doch sie vermissen seine Güte und kehren zurück. Aussicht, in einem Lobgesang unsterblich zu werden, war eine große Motivation für Krieger auf dem Schlachtfeld.